Ja, hallo, liebe Freunde, jetzt im Keller der Frust zu einem nächsten Battle Report und neben mir steht kein geringerer als der Jens. Hallöchen! Ja, du wirst auch immer oft gefordert, Ja. aber heute hast du keine Grey Knights dabei. Nee. Dann Hab eine falsche Armee eingepackt. Du. hast dich vertan. Hab ich vertan. Na, Völlig aber gaga. wer hat sich nicht schon mal vertan? Oh, der Ja, Hahn. sprang von der Ente. Gut. Stahlhelm. Genau. Ja, und ich spiele Eldar. Buh! Buh. Der Jens hat auch schon gebrochen. Und da habe ich gesagt, guck doch mal hin. Da ist keine Einheit dabei, die irgendwie böse ist und gerade das Meta crasht. Ja, Ich spiele alles andere. finde ich Ich habe gut. Bock drauf gehabt. Ja, ist doch richtig so. Eldar ist so eine schöne bunte Armee mit Aspekten und so. Das muss man einfach mal ausprobieren. Wir Ich finde auch spielen. deine Fahrzeuge insbesondere sehr schön. Dankeschön. Wir spielen heute 2000 Punkte. Und angeführt wird hier die ganze Truppe von einem Fassier zu Fuß jetzt. Der ist cool, ne? Der hat hier auch noch eine Verbesserung bekommen. Fates Messenger. Ich vergesse tatsächlich immer, was das alles ist. Gleich werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Ich Ich glaube, das kann haben die immer. der kann einmal pro Spielzug für seine Einheit beim Schießen oder so was auf eine 6 drehen. Ne? Kann er ja auch so schon. Da sind wir Aber voll kompetitiv. mit Das haben Fate die als. immer. Genau. Deswegen kostet dieses Enhancement auch nur 15 Punkte. Wie bei Elder ist total billig. Genau, dann habe ich hier so einen Fassier Skyrunner dabei. Der hat auch ein Enhancement bekommen. Und zwar, wo steht es denn? Der Skyrunner, ich habe dem doch auch was gekauft. Hier die Weeping Stones. Der hat doch die Weeping Stones hier. Sag das doch. Sind das so Sterne, so Kugeln für Popo? Ja, genau. Wenn seine Einheit, eine gegnerische Einheit zerstört, kann ich einen Fate-Dice würfeln und den zu meinem Boot bringen. Habe ich gekauft, weil ich noch 15 Punkte hatte. Na, ist schlau. Ne? Das ist jetzt nicht so stark, weil er fährt in drei Windreitern mit. Ja, der bringt doch nichts um. Genau. Dann habe ich ein, ja, wie nennt man denn eine Zusammenkunft von Königen? Ich habe Konklave. hier ein Königskonklave dabei, Jens. Hi. Ich habe Baharoth. Nee, Hm? nicht Baharoth, das ist Karandras, Entschuldigung. Karandras dabei. Der Königslord der Heißt so nicht der Berg bei Herr Skorpione. der Ringe? Ja. Karandras, das ist doch da, wo sie erst hoch So wollen, bevor sie ähnlich. durch Moria rennen, ne? Genau, richtig, Da ne? sind wir Checker. So ähnlich, ne? Auf jeden Fall ist er. Gewesen um Clown, merkst du? Ja, auf jeden Fall. Der kann infiltrieren und ordentlich zuhauen, deswegen habe ich den dabei. Und weil er ein Phönixkönig ist und der cool ist. Dann habe ich Maugham Ra dabei, den Schnitter. Das Modell ist so cool. Das stimmt. Ich habe das so, das hat auch echt Spaß gemacht, das zu bemalen. Deswegen spiele ich den heute mit 10 ja, schwarzen Kaldaren, Kaldaren. die auch ordentlich rumknattern Haben die können. nicht Ne? Melter oder sowas? Stärke 8 Raketenwerfer. Ne? Stark. Dann habe ich 10 Kriegsfalken dabei. Sieht man ja gar nicht mehr in der neuen Edition. Dass Bist die sich wahrscheinlich. verpissen könnten am Schießen, ne? Ne, machen die ja nicht mehr, Ach deswegen sieht so. man die ja nicht Ah, mehr. okay. Das Ne? finde ich gut. Ist mir Da, und sympathisch. da ist Baharoth drin. Mhm. Ne? Gut, aber trotzdem hat diese ganze Truppe, ich glaube, also jeder hat 4 Schuss mit Lethal. Das ist ja nicht schlecht. Ne? Also tödliche Treffer machen bei so vielen Schuss, da kommt bestimmt was durch. Der Fassier Skyrunner kann den zum Beispiel Trefferwurf wiederholen gehen. Dann ist das ganz nett. Ich bin froh, dass weniger wiederholt wird in den 10. Genau. Dann habe ich 2 Einheiten Guardian Defender dabei mit einer Laserlanzenplattform. Ne? Das ist nicht Schön. diese komische, die kennen, ne? Ne, die ist nicht dabei. Na gut. Die ist größer, die Plattform, die Ah, du okay. meinst. Ne? Ja, dann habe ich 10 Howling Banshees dabei. Ich war mir total sicher, dass ich auch Jayn Zhaar habe. Ich glaube, ich habe ihn sogar mal, sie schon mal Ich meine, die hast auf du schon diesem mal Channel gespielt. gespielt. Ich finde sie aber nicht. Deswegen habe ich die Liste vorhin nochmal umgebaut. Die laufen jetzt alleine rum, beziehungsweise fahren in einem Wave-Storm mit die schwarzen Kaldare auch und die 10 Azorians Jäger fahren auch in einem mit. Und alle sind mit Twin Brightlands ausgerüstet. Sauber. Braucht kein Anti-Tank. Ja. Ne? Das ist ja alles ziemlich viel, was hier so Masse beschießen kann oder bekämpfen kann. Man braucht auch Anti-Tank. Deswegen habe ich auch noch, weil ich Jayn Zhaar nicht gefunden habe, ne? Ja. Habe ich auch noch 5 Feuerdrachen mitgebracht. Richtig gut. Die haben alle Melter. Ne?
Dann habe ich, ja, ich bin schon bei zu guter Letzt noch drei Shroudrunner dabei. Die habe ich nämlich auch ewig nicht mehr gespielt. Das ist so eine Einheit, die kann, kann ordentlich schießen und die kann auch scouten. Das ist jetzt auch eine Fähigkeit, die gar nicht so mal verkehrt ist. Nee, definitiv nicht. Ne? Das sind genau 2000 Punkte. Ich glaube, schießen kann ich auch ganz gut. Ich habe ein bisschen Nahkampfpunch. Drei Phönixkönige, die alle Zweier Hose, Vierer Retter haben. Ja. Auf den ganzen Scheiß geht Phantasm, ne? Schauen wir mal. Ja, richtig. Aber ich habe zum Beispiel auch, ich habe mir den Autarchen geknickt, der mir immer noch ein Fate Dice gibt und so weiter und so fort. Ne? Und nicht Fate Dice. Ich hoffe, du würfelst jetzt beim CP ersten Mal Fate Dice erstmal 12, 14, nee, 12 darfst du würfeln, ne? Genau. 12 Einsen und Zweien, dann 11 Einsen und Zweien, 10 Einsen und Zweien und dann gönne ich dir aber mal dann sechs. Kommen im Spiel noch die ganzen Sechsen, Jens. Ah. Pass auf, was du da sagst. Ne? Du bist mit der als könnte ich da nicht. Was gegen machen. Ne? Und weil wir Vorweihnachtszeit haben, gibt es heute kein Bier, sondern einen schönen Tee. Und Vorweihnachts-T-Shirts. Aus der neuen Dacker-Dacker-Tasse. Und unsere neuen T-Shirts. Ne? So sieht's aus, wenn's passt. Richtig. Und nicht wie bei mir, wenn ich meinen dicken Bauch filme. Leute, könnt ihr kaufen bei Shirty. Ne? Ja, super sind die. Ist echt angenehm. Wir haben die als Longsleeve. Ziemlich geil. Und ihr könnt den Channel damit unterstützen. Ja, total, das wäre super. Total super. Und als nächstes gucken wir mal, was du mitgebracht hast. Jens, du hast heute mal deine Space Marines mitgebracht. Ja, meine größte Armee, die ich nie spiele. Habe ich gedacht, muss ich mal ändern. Geil. Aber auch nur, weil viele Leute daran rumbemalt haben. Außer mir. Ja, genau. So. Und zwar, ich spiele Firestorm Assault Force. Sehr schön. Das ist geil. Sehr gut. Alle meine Waffen sind Assault. Assault. Und innerhalb von 12 Zoll haben die einen mehr Stärke. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist gut, ne? So, und dann habe ich, ich finde das erschreckend, wie viele Punkte man dafür kriegt. Also wie viele Püppchen man für 2000 Punkte aufstellen kann. Ist doppelt so viel wie die Grey Knights, gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch nicht besonders okay, schwierig. Da ich keinen Captain Gravis Armor habe, spiele ich den. Den Captain Lysander. Nee, Thor Garadon. Thor Garadon, genau. Nein, ist der ja nicht. Das ist Captain Gravis Armor, sieht man doch. Richtig, genau. Ne? Der hat ein Enhancement bekommen. Dadurch kriegt er plus 3 im Nahkampf auf die Stärke. Da der Energiefaust als Reliktfaust hat, hat der Stärke 8, 6 Attacken, also Stärke 11, 6 Attacken. Ja. Das ist nicht schlecht. Genau, Stärke 11 ist auch eine Stärke, die bestimmt total viel Sinn macht. Aber ist gut. Ja, ne? Finde ich super. So, der führt an 6 Flammenaggressoren. Geil. Geil, ne? Dann habe ich dabei 6 Eradicator oder 2x3. Muss ich mir noch überlegen. Hab 6 Interceptoren oder 2x3 Interceptoren dabei. Mit Boltern. Mit Boltern. Richtig fies. Einmal Impulsorpanzer mit Shield Dome. Dann einmal hier den kleinen Panzer mit Less Cannon und Twin Multimelter auf beiden Seiten. Den Gladiator Valiant. Valiant, genau. Genau. Dann habe ich dabei einmal einen Infiltrator-Trupp mit angeschlossenem Phobos. Also, Zauberer, damit die Lone-Op sind. Richtig cool, ne? Kennt ihr von mir auch. Hier habe ich auch schon mal euch gezeigt, die Kombi. Fertig. Fünfer-Trupp Scouts. Muss er haben. Muss er haben. Fünfer-Trupp Hellblaster, die Impulser mitfahren und rausschießen dürfen. Mhm. Fünf Intercessoren, Chef mit Hammer. Ballistus Dreadknight, Redemptor Dreadknight und Land Raider Redeemer. Sieht zwar nicht so aus, ist aber einer. Ja, richtig geil. Ne? Da schrauben die Tech Marines noch dran rum. Da hat der Jens mal ein Relikt rausgepackt hier aus der Heresy, ne? Aber geht als Land Rider durch. Ja gut, den hatte die Frau fertig bemalt, als sie in die Legends gegangen sind. Das ist natürlich traurig. Das ist traurig. Ne? Ne? Aber dann muss man trotzdem mal bewegen. Okay. Und das könnten ja auch große Flammenwerfer sein, wenn man Nullchecker ist. Ist aber. Ich bin Nullchecker, sind aber trotzdem Laser. Gotthammer Laserkanonen. Genau. Gotthammer. Eines ist ein Redeemer. Ne? Genau. Ja, richtig geil. Ne? Zwei coole Armeen. Vielleicht, also warum ich diese Taskforce genommen habe, ist eigentlich, weil die zwei ziemlich geile Stratagems haben, finde ich. Ja. Erstens gibt es ein Stratagem, kostet 2 CP. Da sind alle Flammenwaffen, haben Devastating Wounds. 6er Aggressorentrupp, angeführt von ihm, der das für 0 CP ausspricht. Ja. Ne? Und wenn du ein Fahrzeug von mir beschießt, kann der Inhalt aussteigen und sofort zurückschießen, als wäre es meine Fernkampfphase. Das ist ja eine fiese Sache. Das ist fies, ne? Das ist sehr fies. Ja. Allerdings muss das Ziel, was draufsteht, auch ein Ziel sein, was ich angreifen kann. Ich darf nicht auf was anderes schießen. Okay. Aber trotzdem gut. Ja, Jens.
Die Firestorm Assault Force ist eine coole Sache, die wollte ich auch mal ausprobieren. Ja. Jetzt habe ich dich eingeladen, um sie auszuprobieren. Das ist noch besser. Ja. Ne? Wir haben ein schönes Spielfeld. Oh ja. Mit einer bekloppten Mission. Ja, vielen Dank. Und da müsst ihr jetzt durch. Da, ne? Ich habe die noch nie gespielt. Da müsst ihr jetzt durch. Ich habe die schon gespielt und ich fand die scheiße. Das ist das Spielfeld für heute. Heute mal kein kompetitives Gelände, aber natürlich bei uns immer durchdachtes Gelände. Aber so weit von durchdacht. Richtig. Ja, hier in dieser Wüste ist einiges los. Wir haben hier so ein bisschen so Industrieruinen. Das spielen wir tatsächlich auch. Ja, der Footprint sozusagen ist Obscuring. Mhm. Ne? Die Rohre kann man drüber. Die Rohre nicht, ne? Das ist kein Footprint, sondern die Rohre, da kann man einfach drüber, weil sie ja weniger. Kennen die Deckung, wenn ich dahinter stehe? Auf jeden Fall. Ne? Aber hier so, das ist Obscuring und ja. Meinetwegen könnten wir sogar sagen, da sind ja überall Lücken, kann man auch durch, als wäre es eine Ruine. Ne? Ruinen haben wir trotzdem hier eine große als Lost Blocker. Wir spielen hier die Karte Sweeping, Schmiedefeuer der Schlacht, also die Aufstellungszone geht von der Mitte oben in die Spitze, das heißt, dahinter kann man sich verstecken, hier kann man sich verstecken, die großen Wände, wo man nicht durchgehen kann, bei uns kann man nicht durch Wände gehen. Das kann nicht mal Jesus. Ne? Aber Harlekine konnte man. Ja, vielleicht. Also können ja sowieso alles. Nicht mehr. Da ist auch ein schöner Sichtblocker. Weiter haben wir hier noch Ruinen. Das ist dasselbe wie da drüben, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Könnte man da denn drauf, wenn man will? Ja, natürlich kann man da drauf. Ne? Sauber. Aber das ist auch Obscuring, also obwohl es natürlich durchlässig ist. Aber ja, aber es sind halt viele Streben, da kommt nichts durch. Genau. Ja, habe ich auch hier mal neu angemalt, das Ding. Fand ich ganz witzig. Das ist natürlich hier auch Deckung, Jens, wie überall anders auch. Ne? Ich frage mich, wohin geht dieser Eingang? Das willst du gar nicht wissen. Wenn jeder Eingang komm, ist auch mal wieder ein Ausgang. Das ist der Folterkeller-Eingang. Das sind nämlich eigentlich die Drukhani, genau. die gleich nach der Schlachtenrunde poppen. Genau. So, das ist unsere Mission für heute. Wir spielen Servoschädel einsetzen. Ekelhaft. Blöde Mission. Warum hast du denn dann ausgesucht? Und hier sind überall Minenfelder. Da Teil 6 beim Advancen sind einfach mal eine Morde. Ah, hurra! Ja, finde ich auch toll. Ich kann auch Fest 6 Zoll advancen. Ja, das finde ich so gut. Ja. Hoffentlich hat alles bei dir nur ein Leben. Ja, gut. Tatsächlich. Bis gut. Auf die Zeichen. Ich erkläre mal kurz diese Mission. Das ist unser Homebase-Marker, die bleiben fest. Mhm. Ne? Ihr seht schon, ich habe diesmal keine Lappen als Marker hingelegt. Das hat folgenden Grund. Wir haben hier im 1, 2, 3 im Niemalsland 3 Marker, das sind Servoschädel. Die Servoschädel kann man bewegen, wenn man sie kontrolliert, und zwar bis zu 6 Zoll. Jetzt ist aber der Clou, ne? man bewegt diese Marker nicht nach hinten zu sich, sondern sie geben erst Punkte, je näher man sie zum Gegner hin befördert. Und am meisten, wenn die in der gegnerischen Aufstellungszone sind. So. Diese Regel ist vollkommen bekloppt. Primär wird heute nicht viel ablaufen hier, muss man einfach mal so sagen. Aber wir sind ja bekannt für bekloppt, also passt genau, das wieder. Genau, richtig. Denn je näher man den Marker zum Gegner bringt, desto eher hält er ihn natürlich und kann ihn wieder zurückbewegen. Ja? Deswegen, das ist so ein bisschen der Clou. Ja, andersrum, das ist halt keine Luschi-Mission, ne? Richtig. Ne? Dann können nur Macher machen. Genau, und wir sind hier die Macher. Ja. Ne? Wenn nicht sogar Elder Gang Space Marines die Macher überhaupt sind. Aber sowas von so, Macher. Leute, jetzt haben wir genug gelabert. Wir bauen auf und kommen gleich wieder. So. Wir haben aufgebaut. Der Jens ist der Verteidiger. Nochmal, das ist hier seine Aufstellungszone. Da bist du schon infiltriert. Da bist du ein bisschen infiltriert. Ne? Mhm. Hier hast du dein Emulator. Nee, heißt Impulsor. Der? Impulsor mit Hellblaster drin. Redemptor, Gladiator, Land Rider mit den Aggressoren drin. Muss man sich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, dass die mittlerweile da rein dürfen. Intercessors passen hier auf das Haupt, der Homebase-Marker auf, der gar keine Punkte gibt. Außer wir ziehen sie mal. Außer, genau, wir brauchen sie für Missionen. Ne? Und dann stehen hier noch Eradicator unten drin und der Ballistus passt da auch schön auf die Ecke auf. Mhm. 2x3 in Reserve. Ja. Ne? Die sind auch in Reserve, die drei Stück. Ja, die strategische Reserve. Genau. Ich habe in der strategischen Reserve meine Fire Dragons
Und das sitzt also im Auto. Deswegen war ich auch schön schnell fertig mit auf. Die purzeln gleich alle raus. Genau. Hier habe ich die Swooping Hawks stehen, ein Waveserver mit den Banshees drin, einmal Guardian Defenders mit dem Runenprophet. Der andere Runenprophet fährt hier gerade mit seinen Jetbikes vor. Dann habe ich hier meine anderen Wraith Serpents, einmal mit den schwarzen Kandaren, einmal mit den Azorians Jägern. Vorne nochmal Guardian Defenders. Da hinten der die Shroud Runners und Karandras steht da im Schatten. Der ist da aus dem Loch gekommen. Ja, ich glaube, der will da gleich rein. Und dann kommt er da wieder raus und sagt, das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Ich habe Fate Dice gewürfelt, liebe Freunde. Hier, wer sich jetzt auf 6 freut, der ist ein bisschen schockiert. Wir haben gesagt, 6 brauchen wir nicht. Ich habe jetzt hier 12 Würfel, die habe ich beim ersten Wurf behalten. Warum? Ich habe zwar auch nur eine 6, aber keine 1. Ne? Und dafür richtig relativ schön 4 Fünfen, 4 und 5. Und die reichen mir beim Verwunden oder beim Retten ja auch. Definitiv. Ja? Und auf eine 6 drehen kann ich auch hin und wieder nochmal was. So, deswegen habe ich die so behalten, Jens. Und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch zu wissen, wer anfängt. So sieht das aus. Ich mache mal eben hier, damit wir zählen können. Aber wir können ja schon mal würfeln. Genau. Ha! Vielleicht gefällt mir das. Ich will gar nicht anfangen. Die 1, die Konter 6. Deswegen musst du anfangen. Jens. Okay. Finde ich gut in dem Szenario. Ja, ich nicht. Aber ist egal. 1. So sieht's aus. Space Marines. Wunderbar, Jens. Das sind deine ersten Karten hier an allen Fronten und Läutern. Ja, du hattest zuerst feindliches Zielstürmer, aber das kannst du nicht in der ersten Runde machen. Das liegt jetzt unten drunter. Die beiden sind eigentlich okay. Wir versuchen mal was. Ne? Jawohl. Vor dem Spiel haben wir natürlich noch Scout-Moves gemacht. Die Scouts haben sich bewegt und die Shroudrunners haben sich bewegt. Ne? Jens, deine erste Runde, wir haben beide CP bekommen. Aus auf Morgen Target brauchst du, glaube ich, noch gar nicht, oder hast du noch gar nicht gewählt. Ach so, konnte ich noch wählen, ne? Irgendwas. Ich nehme mal hier, vielleicht kommt der ja in Schussreichweite, den da, alles klar. So, dann hast du dich bewegt, du machst hier Cleanse, da bist du ein bisschen in die Ruine gegangen, wir spielen ja unten zu. Ne? Mhm. Bist mit allen Panzern auch advanced, hier auch mit einer 6 mit dem Gladiator, deswegen ist der da so rumgespeedet. Ja, und ich glaube, Jens... Runde vorbei. Du hast zweimal geläutert und an allen Fronten bist du jetzt noch nicht, aber das behältst du auf Hand? Ja, das schmeiß ich ab. Auch wenn der gleich schocken kann, sind 3 Zoll. Aber das stimmt, hast du recht, den behalte ich. Theoretisch, ja, ja, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Und dann ziehe ich mal meine ersten Karten. Die erste Runde der Eldari beginnt. Wir beide gehen auf 2 CP hoch. Ich bin auf doch 2. Genau, richtig. Ne? Ich habe hier eine Command Phase gehabt. Ich habe ja hier meine Kriegsfolgen stehen gehabt. Ja, Guide von meinem Fass hier ist nicht durchgegangen. Da kam die 1. Hätten sie natürlich gebraucht. Minus 1 auf Verwundungswurf auf die hat dann geklappt. Und die sind advanced. Weil ich Engage gezogen habe. Hat genau gepasst. Die sind 14 Zoll schnell plus 2. Plus 2 hat gereicht. Ne? Können gleich schießen. Natürlich wäre mit Trefferwürfe wiederholen weitaus geiler gewesen. Definitiv. Ne? Die haben auch Assault-Waffen, deswegen bin ich auch advanced, damit ich gleich den Marker wieder zurückbewegen kann. Ne? Der, wisst ihr noch, der stand ja hier. Jens hat Marker bewegt. Ne? Ein Waste Serpent ist vorgefahren, dass er vielleicht mit einer Laserlanze auf einen Panzer schießen kann. Und die Shroud Runners sind auch an Marker gefahren, damit es gleich meiner ist. Ne? So sieht's aus. Da hinten gehen wir Abwehrfeuer. Da gibt es Abwehrfeuer? Ja, mit dem Impulsor. Dann machen wir das eben, also mit dem Panzer an sich. Ja, und dem Inhalt, das ist ja dasselbe. Nö. Entweder das ist Panzer nicht oder... Aber das ist doch Firing Deck. Müssen wir gucken, ob man Strategems auf Fahrzeuginsassen ansetzen kann. Ich glaube nämlich nicht. Ach so, weil das ist ja Firing Deck, das ist ja extra. So, wir haben das jetzt mal geklärt. Abwehrfeuer gibt man, wenn man zum Schießen in Frage kommt. Und das kommt man einfach, wenn man in einem Firing Deck steht. Wäre schön, wenn wir mal rauskriegen würden, wenn ich das auf den Panzer gesprochen hätte, ob beides hätte schießen können. Okay, wir haben jetzt nur die Hellblaster gemacht. Ein Kriegsfalke ist tot. Und jetzt schieße ich mit 9 Kriegsfalken zurück auf deine Infiltrators. Tu ja? das. So, das sind unglaublich viele Würfel. Leider... Was kommt alles raus? Sechsen. Sechsen sind gut. Sechsen, ich sehe viele Sechsen. Und was kommt raus? Einsen und Zweien treffe ich nicht. Sehe ich auch viele.
Da sehe ich auch viele. Die hätte ich jetzt alle wiederholen dürfen. Ich habe eine Stärke von 4. Mhm. Auf die 4. Das sind sehr viele Wunden, Jens. Trotzdem. Wie viel Stärke hast du denn? 4. Genau. Das sind ordentlich, ne? Richtig. Und dann machst du die mal 5, alle als Rüstung ohne irgendwas. 10. Und dann 15, schießt noch, 17. Dann schießt noch Baharot. Der alte Lachs. Ein Schaden. Wie viel habe ich denn da in Deckung? 3 Stück? 2? Deckung ist ja vollkommen irrelevant. Ach ja. Kein DS. Also auf die 3er Hose. Richtig. 17 mal auf die 3. So, mal raten. Rein rechnerisch müsste ich. Oh, der war ganz schlecht. Einer tot. 2 tot, 3 tot, 4 tot. So, und da jetzt, war doch scheiße. Und jetzt schießt noch Baharot, der alte Lachs. Der Lachs. Alles getroffen, kleine 6 leider. Dann hat er eine Stärke von 6. 2. Also 2 mal mit minus 1. Also. Nimm mir mal, habe ich da noch einen Deckung stehen, ne? Den letzten hast du, Desert Sergeant, den hast du ja. Da vielleicht noch in Deckung. Dann musst du jetzt einzeln machen. Machst du 2 Schaden? Ja. Safe. Ja. Safe. Gut. Ja. Alles klar. 4 aber getötet. So, als nächstes schießt da hinten noch der Wave Serpent auf den Land Raider. Auf den Land Raider. Und weil ich es kann, Jens, ne, ich nehme mal hier so eine 3 raus, ich treffe. Okay. So, verwunden tue ich nämlich jetzt auf die 4, Stärke 12. Mhm. Ne. Darf ich aber wiederholen, weil ich ja Elder bin. Tue ich mit minus 3. Du bist ist in Deckung, also auf die 4er Hose. Ne. So. Wie viel Schaden machst du? 4. Gut. Ist so. Ist so, wie es ist. Dann noch 12. Ich bin natürlich hier vorgerückt, ich darf nicht angreifen. Ich glaube, es ist aber trotzdem mein Markt. Ich darf 4 noch schießen, Jens. Ja, mach das. 20 Schuss auf deine Scouts. Oh! So. Ich mach's, warte mal, ich mach 2 mal 10. Eben hast du 36 auf einmal. Kannst du ja noch 20 auf einmal. Und wenn du das sagst. Mach auf die Hand. Ja, warte. Hab drauf gespuckt. Ja, echt? Ist das so? Ja. Stärke 4 minus 1. Alles klar. Dankeschön. Bezaubernde Lady. Ich hau dich gleich. Machst du sowieso. So, da ist nichts. Lehzahl oder irgendwas. Stärke 4. Das war ein guter Wurf, ne? Ja, auf die 4. Und das Ganze mit minus 1. Der ist auch nicht schlecht gewesen. Guck mal. So, genau. Was sind das? 4, 8. 8 mal minus 1. Auch ein Schaden? Ja. Dann mal alle zusammen. Mach das mal. Zap. Boah, würfel die Würfel kacke. Ja, da sind schon mal 2 tot, Jens. So. 2 den tot. Lassen wir gelten. Ja, den lassen wir gelten, weil der lustig war. Ich guck mal rüber. Ich mache auf jeden Fall an allen Fronten, weil ich hier hinter ins dritte Spielfeldviertel bin. Hinter feindlichen Linien werde ich abwerfen, weil ja, ne? Gut. Und als nächstes zieht der Jens. Die zweite Runde der Space Marines beginnt. Oath of Mormon, deine Befehlsphase, Jens. Da hinten der Wave Serpent. Jawohl. Und du hast dich gut bewegt. Deine beiden Panzer sind nach vorne gekommen. Du bist aber noch nicht ausgestiegen. Dafür da hinten mit Inzeptoren und da mit Inzeptoren innerhalb von 3 Zoll gelandet. Alles regelkonform heute. Alles gut. Ne? Ich hatte ja die Marker noch ein bisschen bewegt, auch wieder in Richtung Jens, weil sonst machen wir keine Punkte. Ja, hier bist du ein bisschen vorgefahren. Der Redemptor ist fett advanced. Ne? Jawohl. Und ja, dann würde ich sagen, Jens. Fangen wir an zu ballern. Aber hallo. Fangen wir erstmal mit den Interceptoren an. Gut. Jeder 3 Schuss, also 9 Schuss. 9 Schuss, auf was schießt du? Ich fang mal da hinten an, was steht denn da so rum? Da steht die Jetbike. Ich schieße auf das Fußvolk. Das Fußvolk, alles klar. Auf die 3. Genau. Das ist der Schnitt. Jetzt habe ich Stärke 6. Weil du Firestorm Assault Force bist, natürlich auf die 2. Aha, und Synchro, ne? Und Synchro. Das sind 5 Stück mit minus 1. 5 Stück mit minus 1.
Sind drei tot. So, kurzer Nachtrag. Wir haben natürlich noch Karten gezogen. Der Jens muss seine Bastion verteidigen. Gut. So, dann machen wir weiter. Die zwei Einzelnen. Die Infiltratoren. Erstmal das Gewehr vom Infiltrator. Zap. Auf die drei. Oder haben die Widerstand 4? Nein. Zap, eine. Einer tot. Geh weg. Ne, warte mal. Du hast verwundet auf? 4. Das reicht, weil ich habe ja minus 1 auf den Verwundungswurf. Müssen wir uns merken. Gut. So, dann, weil ich jetzt kann, ne? D6 Schuss, mein Fokus Witchfire. Fokus. 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 5 Schuss. So, da hat jetzt Stärke 7. Ist ja auch eine Waffe, ne? Ja, klar. Stärke 7, also jetzt eigentlich auf die 2, jetzt auf die 3, ne? Weil die einen schwer zu verwunden. Nee, du triffst erstmal ganz normal. Auf die 3. Und dann verwundest du jetzt nicht auf die 2, sondern auf die 3. Schwupp! Oh, Elder Trickery. Noch einer tot. Hat dich eine 6 dabei? Nee, ne? Hazardous Test. Lebt. So, dann machen wir weiter mit dem Redemptor. Das kennt der René bestimmt auswendig. D6 Schuss von der Maskroplasma. D6 plus 1, glaube ich sogar. Ja, 4. Richtig. Auf die 3. Alles. Auf die 3. Ist das nicht sogar auf die 2? Ja, aber ich bin nicht dran. Ah ja, das stimmt. Mann, 2 Stück mit minus einer Million. Rettung. Naht. Doppel 6. Würfel sind hier erwerblich. Ich glaube, der hat 2 Sturmbolter, ne? Ja, ein, das sind dann 4 Schuss Synchro, aber glaube ich. Sturmbolter. Mein. Auf die 4. Einer. Synchro. Synchro. 2. Beides safe. So, ich dann guck nochmal eben. Und der hat doch, glaube ich, so einen 6 Schuss Gatling, ne? 8 Schuss müsste die haben. Auf die 3. Auf die 3. Ja, genau. Nicht auf die 2, sondern auf die 3. Einmal Devastating Wounds. Hat der, glaube ich, ne? Hat der. Und 3 Wunden. Ich habe tatsächlich eine Hose. Ich habe eine Viererhose, habe ich gemacht. Einmal Devastating und 3 Wunden. Wie viel Devastating? Eine. Eine und 3 Wunden? Ja. Oh, sind 4 tot. 4 tot. Das war jetzt doof, meine Damen und Herren. 4 Stück weg, leider. So, dann müssen wir ja weiter mal nachdenken. Dann schießen die Scouts in deine Guardian Defenders. So, 6 Schuss auf die 3. Haben die irgendwas? Nö, der stand. 3 Stück. Genau. 3 Stück. Alles safe. Du bist ein kleiner Drecksack. Nö. Findest du nicht? Nö, überhaupt nicht. Find ich wohl. So, dann schießt der Land Raider. Der schießt. Die Flammsturmkanonen, die. Ja. Macht er, ne? Das macht er. Der schießt die Gatling und den Multimelter in die. Fertig. Ja. Wollen wir sehen. Flammsturmkanone. Zap. 7 plus 2 macht 9 Schuss. Oh, so viel Schuss macht die. Auf Stärke 6, also 7 auf die 2. 3 Einsen. Findest du witzig, ne? Ja. Das sind 6 Stück mit minus 2. Dann habe ich, glaube ich, noch einen 6er Schlimmi. Dann 5 tot. 5 verpufft. Puff. Puff, puff. Puff, puff. Dann mal schieß mal weiter. Der Multimelter in dein Auto. Sind das 18 Zoll? Ja, ich glaube schon. Hoffe ich. Das müsste sein. Ja. Alles klar. 2 Wunden. Das war ein Treffer, ne? Treffer. Was hast du für Widerstand? 9. Dann? Auf die 4, ne? Ja. Eine. Rettung. Nix Rettung. Da. Sack. Gut. Dann ist der fertig. Dann machen wir mit dem Impulsor weiter. Die Hellblaster schießen auf deine Vögel. Mhm. Und der Panzer schießt auf die Vögel. Genau. So, hast du jetzt davon. 6 Schuss, Iron Hail Heavy Stubber, weil Rapid Fire 3. Auf die 3. Auf the Dry. Hat er nicht Stärke 6 jetzt? Ich bin noch 12 Zoll. Der hat eigentlich Stärke 5, oder?
Ja, ich glaube, hat er nicht Stärke 4? Gut nach, warte. Guck mal nach. Auf die 3 verwundete. Gut. Ja, aber irgendwie brauche ich auch mal ein Lichtblick, Jens. Finze? Ja. Sturmbolter. Alle. So viel Schuss hat der Sturmbolter? Ja, 2 Stück und dann sind es so 8, oder? Das stimmt. Stärke 5 auf die 3. Komm an. 6 Stück. 6 Stück. Auf die... kann ich das nicht sogar auf die Plattform legen? Das weiß ich nicht, was du legen kannst. Das müsste ja gehen, ne? Jens. Stimmt, geht das. Die Guardian-Plattform hat auch nur einen Rüstungswurf von 4 plus, aber 2 Wunden. 6. Mache ich dann 6 Stück, ne? 2 auf die Plattform. Kannst du doch ruhig zusammen, dann gehen die auf die Plattform hat noch einen. Die Plattform ist tot. Oh. Und es sterben noch 2 und die Plattform. Ja, das ist doch schön. Geht's mit den Hellblastern weiter. Auf meine Vögel. Warte mal. Wisst ihr mal, ob das 12 Zoll sind? Das sind 12 Zoll. Dann habe ich eh Stärke 8, dann brauche ich nicht Hazardous machen. 2 Schaden macht ja auch nicht so viel Sinn. Ja, aber wäre Stärke 8 jetzt. Ja. Das wäre wichtig. Normalerweise wäre es... Ja, schon 3. Ach so. Ja, aber Stärke du bist ja ein schwerer zu... Das stimmt. Verwunden. Ja, sowieso jetzt Stärke 8. Ne? Auf die 3. Also auf die 3. 7. Mit minus 4. Jetzt muss meine Rüstung aber gut funzen. Du machst aber nur einen Schaden, ne? Dann mach ich mal... Nee, 2, oder? Nee, du hast ja nicht überhitzt. Ach so, ja gut, stimmt. So. Dann lebt noch ein normaler. Der ist jetzt tot. Der ist jetzt tot. Jetzt kommt der Exarch. Der hat noch ein Leben. Der ist tot. Und Baharot verliert ein Leben. Gut. Leider nicht gut. Weiter geht's im Text. 4 Schuss Multimeter. Ich guck mal kurz nach, Jens. Guck mal kurz nach. Hätte ich jetzt auch vorher machen können, tatsächlich. Ob ich da von meinem Assertions anmachen kann. Ich kann ja immer noch Lightning Fast machen, ne? Mhm. Genau, dann mache ich jetzt mal einen Lightning Fast an. Das geht auch auf Fahrzeuge. Gut. Dann triffst du mich um einen schlechter. Dann triffst du immerhin nur auf die 4. I like. Auf die 4. Ups. Oh, das war gut. Ach, out of moment, ne? Aber trotzdem gut. 2 Stück. Jetzt muss ich retten, weil ich habe schon Fetcher ist benutzt diese Runde. Der war gut. Aber kommt noch. Laserdestroyer. Ne? Laserklaue oder so, ne? Ein Treffer, wiederholen. 2. Stärke 14? Ne, hat die nicht. Doch, hat die sowas. Ne. 12. Ne, doch hat die. 12 hat die. Irgendwas viel. Ist ein Valiant. Ist ein Valiant. Weil ein Valiant ist. Twin Stärke 10 sogar nur, Entschuldigung. Dann auf die 3. Aber Twin-Linked. Twin-Linked. Einer. Minus. Rettungswurf. Der war fies. Ja. Habe ich mal Glück gehabt jetzt. Nee, bin noch nicht fertig. Multimelter. Ah, du hast zwar noch Eradikatoren, ne? Jo. Die dürfen eh alles wiederholen. Zap. Wieso? 4 Schuss? Ein Multimeter drin. Der trifft aber schlechter. Achso, dann muss ich treten. Oder? Zu Fuß? Nicht. Guck mal nach. Ja. Trifft auf 4 plus, deswegen nochmal würfeln. Sub. Mit Wiederholen wegen Fahrzeug. Nein, und auf die Normalmelter. Also, 3 Stück. Auf die 4, ne? Darfst auch noch wiederholen, weil ich ein Fahrzeug bin. So, und so kannst du jetzt mal was nicht retten? So viel Glück, liebe Leute, kann ich nicht nochmal haben, sagte er. Ich hoffe. Würfelte nochmal 2 Fünfe. Einer kommt durch. Bin ich total zufrieden. 6 Schaden. Wunderbar. Ne? Ja, total gut. Markern war ab. So, ich hab noch. Jetzt mit den Inzeptoren. Wir schießen auf die Bikes. Stealth, ne? Auf die 4. Stärke 6 auf die 3. Ja. Synchro.
Drei Stück, minus eins. Minus eins. So, das ist eine Einheit, die habe ich in der 10. noch gar nimmer gespielt. Die hat einen Rüstungswurf von 4 plus, Jens. Und einen Rettungswurf. Das kommt aus wie brauchst du gesprungen? Drei Stück hast du gesagt? Da sind zwei durch. Die vier Schaden. Zwei Schaden. Das ist einer tot. Angriffsphase. Die Scouts greifen die drei an. Kommst du ran, ne? Jawohl. Klops. Keine Ahnung, wie viele Attacken so ein Scout hat. Lass mich raten. Zwei. Drei wäre besser. Drei haben Intercessors, deswegen haben die einen weniger und treffen auf vier. Und Jens hat nämlich hier... Aber der Chef hat natürlich ein Chainsword, ist ja klar. ...überlegt, ob er hier angreift, aber ihm ist Baharoth zu gut im Nahkampf. Und das kann ich total verstehen, muss ich mal so sagen. Was haben die eigentlich für Waffen? Die haben keine Hand, die haben Handwaffen, Jens. Close Combat Waffen. Ja, der genau. Chef hat eine Chainsword. Chainsword? Ja. Guck mal eben an. Close Combat Waffen hat drei wir kommen gleich wieder und zählen die Punkte aus. Ja. So, natürlich wurden die drei Gardisten total aufgeraucht. Wir haben Punkte ausgezählt. Mit den Servo-Skulls bist du bei 4 Punkten dabei durch diese zwei Marker. Du bist in allen Vierteln vertreten. 5 Punkte. Und die Bastion, ja, die fängst du an zu verteidigen. Und ich ziehe jetzt hier einfach mal live Neuens. Warte, erst, ja, da hast du schon mal, aber ich bewege noch. Gebietsverweigerung, kannst vergessen. Und Teleportpeilsender platzieren. Das ist ja auch alles total super. Die zweite Runde beginnt der Eldari und ich habe mich bewegt. Meine Karten sind die Gebietsverweigerung und die Karte, die runtergefallen ist. Und Teleportpeilsender platzieren. Das ist beides. Nicht wenig. So richtig gut. Genau. Baharoth ist aber mit einer festen 4 durch Fate Dice Advanced. Der steht jetzt in der Ausstellungszone und kann einen Teleport-Peilsender setzen. Gut, dann bin ich mit den Ladies ausgestiegen. 1 Zoll Advanced kann ich gleich diverse Sachen angreifen. Hier habe ich in der Command-Phase Guide und das andere auf die Bikes gemacht, die gleich mal sich um die also es wird sich ja alles um die Inceptor kümmern. Und ich habe, glaube ich, die fünfte 2. Genau, die fünfte 2 Fate Dice von denen erwürfelt. Total super. Wie heißen sie? Schwarze Kandare sind hier ausgestiegen, haben ja 48 Zoll Reichweite. Ich glaube, Maugra kann auch gleich hier nochmal ein bisschen gucken, ob er dann noch schießen muss. Der Wave Serpent ist vorgekommen als Backup hier zum Schießen, weil natürlich wollen die schwarzen Kandare den Emulator, den Impulsor aufmachen. Ja, logisch. Da hinten sind meine Dire Avengers ausgestiegen. Die wollen gleich die Inceptoren abknallen. Der Wave Serpent hat sich ein ganz klein bisschen bewegt. Karandras hat sich nicht bewegt, weil er kein Abwehrfeuer von den Eradikatoren triggern wollte. Deswegen kann er gleich so angreifen. Ne? Und meine Shroud Runners sind vorgekommen, wollen dich da ein bisschen blockieren. Und du gibst Abwehrfeuer mit deinem Landfighter? Ja. Ach so. Mach ich. Gut. Guck mal, Multimentor. Zap. Nö. Nix. Sturmgatling. Ist eine normale Sturmkanone, glaube ich. Oder Sturmkanone. Ja. Nix. 2W6 Flammenwerfer. Das ist halt interessant. 14 Schuss. Okay. Okay. Hab. Gut, dass ich hier schon 4 habe, bevor es mich dann immerhin nur auf die 3. Jawohl, so aber ist ich glaube, das werden die nicht überleben. Ja, der war, glaube ich, auch ganz gut. 10 Mal mit minus 2. Also 10 Mal auf meinen Rettungswurf, Jens. Mhm. Also mit einem normalen so 7, 8 Treffern, das wäre okay gewesen. Das waren jetzt definitiv zu viele. Ne? Chill mit Öl. So, einer tot. Zwei tot, hättest drei getötet. Ja, guck mal. So. Gut. Weg mit die blaue Pest! Richtig, stell an die Seite die Lachse. Und ich habe hier meine Fire Dragons gebracht. Jetzt. Jawohl. Ne? Und die wollen natürlich jetzt hier dein Redemptor mal ein bisschen einheizen. Heiz, heiz. Ich hoffe, das können die. Ne? Ich guck mal eben nochmal, was die können. Als erstes schießt man die Feuerpicke vom Chef. Mhm.
Die hat 18 Zoll. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber auf die 1 trifft die nicht. So. Ich will aber, dass die trifft, weil die gut ist. CP. Mhm. Bin ich auf 1 runter. Trifft die auf die 3 oder auf die 4? Die trifft auf die 3. Ich habe hier tausende, ich habe hier 6 Zweien, Jens. Ja, schade, schade. Ich will jetzt aber keine tolle Zahl dafür opfern. Mach doch. Ich will, dass sie trifft. Nee, ich will, ja, doch, nein, ich würfel. Das, ich würfel. Jetzt machst du eine 2, das ist ja klar. Ich würfel. Ne? Ich hab dich gewarnt. So, gut. Ich kann's heute. Dann habe ich Fusion Guns. Wieso schießen die so weit? So. Frechheit. Bei den Harlekin schießen die nur 6. Ich treff alle. Das sind ja auch Fusion Guns, keine Pistolen jetzt. Stärke 9 auf die 5. Mhm. Das sind 2 mal mit minus 4. Aber ich krieg's gegen, oder? Doch, 6er. 6er? Ja. Hat der eine 2er Rüstung? Ja, die haben alle 2er. Die haben 2er. Guck mal. Nö. Gut, dann mache ich jetzt. Melter ist natürlich nicht, weil ich nicht innerhalb von 6 Zoll bin. Mhm. Deswegen machen wir jetzt einfach 2d6 Schaden. So sieht das aus. 7. Ne, 5. Achso, du reduzierst ja. Genau. So sieht's aus. Leg doch mal eine 5 da dran. 5 Schaden ist natürlich auch besser als gar nichts. Ne? Muss man so sieht's sagen. Aus. So, dann in der Order of Operation machen wir jetzt mit denen weiter. Weil es wichtig ist gegen die. Den habe ich natürlich alle eine Sache gekauft. Hier diese Schurikenkanonen. Mhm. Schurikenkanonen. 3 Schuss jeder und sustained. Durchschlag? 1, Jens. Mhm. So. Und Trefferwurf wiederholen, weil ich das gezaubert habe. Und ich gucke mal, ob ich noch eine 6 schaffe. Nee. Nee, aber ich habe alles getroffen. Und 2 dabei. Sustained. Stärke 6 auf die 4. Haben wir vorhin übrigens gar nicht drauf geachtet. Was? Bei meinen Aggressoren. Wir haben auch sustained jetzt. Ne? Das stimmt. Jens, das ist peinlich für mich, weil ich das immer eigentlich alles wissen muss. Aber ich kann nicht auf alles achten. Ja, ja, du willst nur nicht, dass ich was mache. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal mit minus 1 und 2 Schaden. Auf die 4, würde ich sagen, ne? Genau. Wie viel Leben hat so ein Interceptor? 2 oder 3? 3. 2 tot. 2 tot. 2 tot und der Farseer Skyrunner schießt natürlich noch mit seinen Twin-Schuriten-Katapult 2 Schuss. Ah, ich wiederholen, weil er eine Einheit ist. Warte. Darfst du auch wiederholen, weil du ein Elder bist, oder? Das stimmt. darf ich auch noch wiederholen. Jetzt darf ich natürlich alle Treffer wiederholen. Ne, der trifft auf 3 im Fernkampf. Deswegen treffe ich noch einmal auf die 5. Einmal mit minus 1 für 1. Safe. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Für eine 3er-Einheit, 3 weggeknallt, habe ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die Brightlands. Wir fangen an mit der Brightlands. Vielleicht geht es schneller. Ja, wirklich. Weil ich ein Elder bin. Auf die 2. Hast du gesehen, wie der sich noch gekullert hat? Minus 3, Jens. Tot. Der Pär. Gott. Warum habe ich schon eine Einheit getötet? Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, ne? wir machen weiter mit den schwarzen Kaldaren. Und die können jetzt alles auf deinen Impulsor schießen, Jens. Was haben die denn für Waffen? So, dann nehme ich dich jetzt mal mit auf die Reise. Bitte, reise mit mir. Und genau, Dark Reapers. Der Chef hat übrigens einen Tempest Launcher, der schießt indirekt auf deine Inzeptoren da hinten. Und auf die Scouts. Kann ich ja direkt schießen, ist ja besser. Besser ist das. Jeder von denen hat jetzt 1 Schuss, Stärke 8, minus 2, 2, ignores Cover. Okay. So, das bedeutet 9. Dann gebe ich 1 CP für Armor of Contempt aus. Gut. Ich treffe auf 2, weil ich von meinem Phönixkönig angeführt werde, was egal ist. Auf die 5. Auf die 5. Jetzt braucht der Papa neue Schuhe. Ich darf auch noch einen Elder Reroll benutzen. Ja, einen Treffer bin ich hier. War ja nicht schlecht, glaube ich. So. Den habe ich umgenockt. Es sind 4 mal leider dann nur mit minus 1.
Ach, Jens, zwei billige, lumpige Schaden. Das ist doch nicht in Ordnung. So, dann habe ich noch den Tempest Launcher. 2d6 Blast. Blast ist egal, du bist nur noch drei Modelle. Jawohl. Fünf Schuss. Auf die 2, weil direkt. Elder Reroll? Elder Reroll hatte ich schon. Das gehört ja zu der Einheit, ne? Ja. Hat sie schon. Stärke 4 auf die 4. Zweimal mit minus 1. Für 1. Einen Scout, einen Lebenspunkt. Also das war jetzt sehr enttäuschend. Haben Scouts auch zwei Lebenspunkte? Ich die schon. Haben auch zwei Lebenspunkte, Jens. Natürlich. Und auch alte Marines. Primare Scouts sind. Morgenra. Morgenra hat einfach mal 5 Schuss. Stärke 6 minus 2, 2. Ja. Also das ist die Nahkampfwaffe. Das ist die Nahkampfwaffe. Die schieß ruhig mit der Nahkampfwaffe. Ich habe 6 Schuss. Mhm. Mit devastating wounds. Aha. So. 6 Schuss. Ich treffe alles. Auch auf die Scouts oder was? Nein, ist auf den Panzer jetzt mal. Okay. Stärke 7, also auf die, ist egal, auf die 5. Devastating. Sehr schön. Einmal 2 Schaden und einmal mit minus 1 bis zu minus 0. Nochmal 2 Schaden. Also hat doch 4. Hat Morgenra doppelt so viel gemacht wie seine Einheit. Doll. Wie viel hat der Lachs noch? Oh, ich glaube, der hat 11 oder 12 oder so. Und insgesamt hat er jetzt 6 Schaden gekriegt, ne? Nee. Doch 2 von den... Ach ja, Devastating Wounds. Genau, richtig. Insgesamt 6 Schaden. Dann schießt auf jeden Fall noch ein Wave Serpent da drauf. Und zwar der in der Mitte. Weil der kann den schön sehen. Der hat eine Schurikenkanone, die kriegen die Scouts noch ab, Jens. Und die Twin Bright Lands geht in deinen Impulsor. So. Twin Bright Lands trifft. Twin Bright Lands verwundet. Da nehme ich die Bright Lands Fähigkeit. Verwundet mit minus 3 wird zu minus 2. Also auf die 5. Genau. Oh. So, ich gebe jetzt noch ein CP aus. Ich bin aber noch nicht fertig. Ja, ja, aber du hast dann aufs Auto geschossen. Ich habe aufs Auto geschossen. Weil dann dürfen vielleicht die Insassen aussteigen und schießen, als wäre es die Schussphase. Das ist hervorragend. So, dann die Schurkenkanone auf die Scouts. Das Elder Reroll habe ich noch nicht benutzt. Sind 4 Treffer, Stärke 6. Dreimal mit minus 1 auf deine Scouts. Für 2 Schaden. Einer tot. Ja, der angeknusperte tot. Richtig. 2. Steht nur noch der tot. Chef. Alles klar. Gut, lieber Jens. Dann putze du mal raus und schieß auf den Red Serpent zurück. Ja. Weißt du was? Genau. Machen wir jetzt eben auf Cam. Ja, Jens, du hast mal eben lumpige 6 Schaden gemacht. Geil, ne? Ziemlich böse, dieses Stratagem. Aber eigentlich hast du genau das, was ich wollte. Ich wollte ja eigentlich deinen Panzer aufmachen und dann den Inhalt chargen. Jetzt habe ich den Panzer nicht kaputt gemacht und bist trotzdem wieder reingegangen. Ja, gut, darfst du gleich wieder einsteigen beim Chargen? Oder so, nee, können wir jetzt nicht auf? Nicht, wenn ich ausgestiegen bin. Okay. Wave Serpent da hinten auf Inzeptoren. Wir fangen an mit der Twin Brightlands. Genau. Mhm. Trifft. Verwundet minus 3. Safe. Oh, das gibt es doch nicht. Schurkenkanon. Elder Reroll. Alles. Stärke 6 auf die 4. Nichts. Mhm. Das war ja gut. Jetzt muss ich mir sogar noch ein Stratagem da zurechtpflücken mit den, ja, pflück mal. Mit den Azorians. So, meine Azorians Jäger da hinten machen sich jetzt den Bladestorm an, dass die 6 mal im Verwundungswurf DS3 machen. Ne? Ich habe 30 Schuss und das sind die ersten 15. Hurra! Und der Wurf war extrem schlecht. Aber kommen ja noch 15. Ja, aber der war richtig mies. Eine Lizel. Das ist jetzt ein Lizel-Hit, aber das ist auch keine 6 beim Verwunden mehr automatisch, wie es ganz am Anfang war, ne? Wie viel Stärke? Weniger. Das heißt, einmal, zweimal mit minus 1. Ne, dann war doch minus 3, oder? Jetzt? Ne. Die 6? Das war ja beim Treffen. Das haben wir gesagt. Zweimal minus 1. Safe. Das war höchst schlecht.
Wie viel Schaden machen die denn? Ja, ein. Ach so. Das sind Schurikenwaffen. Das sind schon mal wenigstens Wunden hier. Und jetzt hätte ich gerne mal ein paar Sechsen. Schon verwunden. Ja, eine Sechs, dafür habe ich einen CP ausgegeben. Der hat minus 3 und sonst keine Wunden. Außer die 4. Dann mache ich erstmal die 4 einzelnen hier. Mit minus 1. Mit minus 1. Das ist einer tot. Einer tot. Und wie viel Schaden? Der macht auch noch einen Schaden. Genau, aber auf die 6. Okay. Also einer tot, einer verliert ein Leben. Super. Wenn der Wave Serpent jetzt wenigstens noch einen getötet hätte, wäre es ja in irgendeiner Form okay. Ich finde, du hast genug getötet. So, dann würde ich sagen, gucke ich mal eben, ob Karandras noch was schießen kann. Dann kommen wir wieder. So, die Charges haben wir jetzt einfach gemacht, weil ich konnte jetzt nicht wirklich verfehlen. Da hinten mit den Dire Avengers habe ich angegriffen und mit Karandras in diesem Gebäude hat es auch funktioniert. Nicht ein cooler Ork-Schädel mit der Mütze. Es ist hart besinnlich hier. Jens. Ja, voll. Aber hart besinnlich kriegst du jetzt ins Gesicht. Von meiner Chefin mit dem Executioner haue ich jetzt auf diese Einheit. Mach mal. Treffer auf die 3. Guck mal, 3 Sechsen. Die 3 Sechsen sehen mit dem Ork-Köpfen immer besonders gut aus. In diesem Fall tatsächlich nicht. Steck 5 auf die 3. Das sind 4 mal mit minus 2, lieber Jens. Für 2. 4 mal mit minus 2. Muss er einzeln machen, du hast noch einen Infiltrator. Auf die 5. Tot. Und alles andere auf den. Hat der Libby wohl Retter? Nee, ne? Nein, der hat auch genau so. 2 Schaden. 2 Schaden. Überlebt. Tot. Tot. Genau tot. Repair. Super. Ja, machen wir. Gebe ich dir gleich, ja. Jens. Ist besser. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit Karandras weiter. Ja. Karandras ist cool. Der hat ja deine Typen da angegriffen. Pillemann Arsch. Ja, weil der ist im Charge besser. Mhm. Ne? Erstmal kriegt er auf 4 oder höher Sustained. Sustained, und ja. Ich nehme auf jeden Fall Isirmatil. Seine Klaue ist das, glaube ich. Mhm. Und im Angriff mache ich Devastating Wounds. Mhm. So. Das, was hat der für ein Profil, der Vogel? 8 Attacken. Nee, ich nehme natürlich Arshas Bane. Entschuldigung, verguckt. 5 Attacken, 2 plus Stärke 8 minus 3, 2. Mhm. Mit Sustained. Grüne Würfel für den Phönixkönig. Der. Mach mal Phönixkönig. Ding aus. So, treff alle, aber kein Sustained. Ich weiß nicht, wohin ist. Da. Stärke 8 auf die 3, Jens. Ja, mach mal, ich trau dir. Ja? Ja. Du traust um 11. Was? Du traust einen Elf, ein Spitzohr. Nee, ich trau hier dem Nikolausmann. 3 mal mit minus 3 für 2. Ist auf die 6, ne? Warte mal, Entschuldigung. Waren das jetzt 2 Sechsen? Hab ich drauf geachtet. Eine 6 war, glaube ich, dabei. Kann sein. Weil die macht Devastating. Das sind dann schon mal 2. Also nur noch 2 auf die 6. Auf die 6. Ist einer tot. Und einer verliert 2 Leben. So sieht's aus. Sehr schön. Und dann, glaube ich, liebe Leute, dass ich das lieber off-cam mache, denn jetzt schlagen Dire Avengers zu mit 20 Attacken Stärke 3 auf Jens Inzeptoren. Bis gleich. So, wir haben auch. Ich krieg Bastion verteidigen. Du kriegst jetzt die Bastion verteidigen, natürlich. Ich habe den Teleport bei seiner für 5 Punkte in der Aufstellungszone platziert. Marke habe ich da schon bewegt. Ja, ist irgendwie verrückt. Ne? Man muss den echt von sich wegbewegen, weil sonst punktet man ja einfach nicht. Ne? Oder der Gegner punktet mehr, wenn man das nicht macht. Gebietsverweigerung, ganz ehrlich, Leute, den muss ich abschmeißen. Da steht ein Landrider mit 6 Flammenaggressoren drin. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Das mag ich nicht. Da nehme ich lieber ein CP für. Und du ziehst jetzt komplett neu? Ja. Gänse zieht gute Karten. Ja. Keine Gefangenen, super. Und Schlachtlinien ausweiten, das schafft er auch. Haben wir gar nicht gesagt, da hinten die Dire Avengers. Ne? Ich habe dir ein Leben gemacht, du mir auch. Mhm. So. Das war's. So spannend. Sieht's so aus. Spannenderweise, ne? Deine dritte. Leute, ich muss mich hier festhalten gerade. Die dritte Runde beginnt für den guten Jens. House of Mormont ist der mittlere Serpent. Ja. Du bist hier auch voll nach vorne gefahren mit allem. Ausgestiegen durch die Sturmrampe. Kannst gleich chargen, alles mögliche. Da bist du stehen geblieben. Ne? Der eine Eradicator ist rausgegangen. Der möchte nicht mit Karandra spielen. Der Ballistus guckt um eine Ecke, kann Dinge sehen, wie zum Beispiel mein Serpent.
Oder die Phantasm Banshees. Genau, denn du hast dich ja hier bis eingestiegen, bis zurückgefahren. Und dann habe ich gemessen, ich bin genau hinter diese Ruine gekommen und dachte, die Einheit kann ich wirklich damit vielleicht ein bisschen mehr schützen. Ne? Ich habe auch überlegt, das hier zu machen oder hier zu machen. Die sind hier dann auch nochmal Eradicators erschienen. Ich komme aber nicht weg. Nee. Ne? Ich komme einfach nicht weg. So ein Redemptor mit Nah- und Fernkampf kann auch Baharot besiegen. Es sei denn, ich rette alles weg. So. Dann hast du aber auch verdient. Ich wollte nochmal, ich habe überlegt, machst du Abwehrfeuer mit denen, weil der Panzer ja so nah ist. Dachte mir so, ach, 5 Würfel. Machst du nix, ne? Und dann sage ich ja, so. Ja, vielleicht mit Glück eine 6, aber das wird ja nicht reichen. Genau, bevor ich zur Kamera gegriffen habe, habe ich einfach, komm, ich würfel mal aus Spaß. Der Weiße ist die Feuerpicke. Schade! Ich habe aber aus Spaß gesagt, das wäre eine Verwundung. Ich hätte nur die Feuerpicke verwundet. Ja, das hätte halt. Was macht so eine Feuerpicke an Schaden? Ich glaube, W6+3 oder so. Hätte ihn töten können. Nee, warte mal, 8 geht nicht. 12 Leben hat er, ne? Hat er nicht 13? 12 oder 13? Ich meine, der 13. Ja, gut, Jens, hätte wenn, aber. Das wäre trotzdem schön gewesen. Du, jetzt kannst du töten. Ich will töten! Du hast, Schlacht hatten wir schon gezeigt, Schlacht gehen ausweiten und keine Gefangene. Du musst Einheiten töten und ich habe schon so eine Befürchtung, dass du deine Punkte maximieren willst in dieser Natürlich. Karte. Fangen wir an mit den Eradicators in, wie heißt der, Baharot? Baharot. Multimeter. Auf die 4. Genau. Dann, ich mach mal einfach auf den. Ich habe noch einen. Lightning Flask. Lightning Flask. Dann triffst du den auf, die 5. Natürlich. Weil das ist wiederholbar. Nee. Doch, die haben wir immer. Ich bin aber auch kein Fahrzeug hier. Ach so, schade. Verwunde dich auf die 2. Retter muss kommen. Retter. Habe ich gerettet. Die 2 normalen Melter. Nicht. Einer. Der trifft Ach ja. Der trifft ja normal. Das ist aber die 1. Melter 1. Also da jetzt ein CP, Jens. Nee, nee, ich habe noch genug zu schießen. Nee. Ne? Gut, dann machen wir mal mit dem Redemptor weiter. Der schießt die Makroplasma in die Jungs da hinten. Ja. Weil da ist ja Blast, ne? Ja. Auf die. Und alles andere schießt er in deinen Baharot. Gut. W6 Schuss. 7. 7, nee, plus 1 noch. 8? Ja, ja. Ja. Geil. Natürlich. Ob der 3. Muss ich gegen die überhitzen, denn, ne? Macht keinen Sinn. Ne, das macht keinen Sinn. Und auf die 2. 5-mal. 5-mal, sagt der Jens. Muss ich auch einzeln machen wegen dem. Guck mal, jetzt kommen die Kontersechsen. Die Einheit ist tot. Ne, du hast nicht überhitzt. Weil der Exarch hat 2 Leben. Macht die Plasma mit von denen nicht 2 und 3 Schaden? Bin ich mir ziemlich sicher. Doch, genau. Ja, ja, hast du recht. Dann sind die tot. Sauber. 8 Schuss Baharot, Gatling Gun. Hat die auch Devastating? Ja, Devastating. Ne? Devastating ist beim Verwunden auf die 6. Beim Verwunden, genau. Auf die, genau, die 3 nicht. 6. Auf die 3. Guck mal. Natürlich 2 Mortals, ist klar. Und 4 Wunden. Ne, 2 Wunden noch. 2 Wunden. Beides safe. Ich hatte 2 Hose. Hose, aber okay. Ich habe doch minus 1. Hast du nicht. Hat die nicht? Hat die nicht. Ach, Scheiße. Sehr sicher. So, dann hatte ich noch Sturmbolter, ne? Genau, und dann noch das Icarus Rocket Bolter. Oh, das habe ich vergessen. Stärke 5 hat er jetzt. 3 Stück. Ist egal. Guck mal, noch eine 1. Wie viel Leben hat der Pillemann? Noch jetzt noch 1. Hat der 5 Leben? Ja. Na, immer noch ein. Immer noch ein. Wie viel Schuss hat so ein Icarus Rocket Bolter? W3. Ein. Getroffen und eine Wunde. Das hat aber minus 1 jetzt. Bin mir sicher. Ja. Dann. Eine 2 reicht nicht. Eine 2 reicht nicht, Jens. Ich hab hier so ein paar 2en, ja, Leute. Guckt euch das mal an. Darfst ruhig eine legen? Ja. Weil da bin ich instant tot. Ich nehme 4. Mhm. Hier ist so bald. Gut, jetzt muss noch jemand messen. Okay. So, splitte ich jetzt das Feuer. Fahrzeug auf Baharot und Insassen auf Gravestone. Andersrum.
Du bist ja ein harter Hundchen. Du bist noch zwei. Hast du noch zwei? Nee, mach ich nicht. Der muss weg. Der geht mir auf den Sack. Obwohl, den kann ich auch noch chargen, ne? Hat der Fight First? Ne, hat er nicht. Och. Der hat keinen Fight First. Willst du noch kurz überlegen? Ja, ich schieß schon mal so lange mit dem Scout Sergeant. Zwei Schuss in deine Banshees. Während ich überleg. So, hat der zwei Schuss? Hat der einen Bolter? Ah, er hat verwundet. Gut. Gut. Gut, da muss ich doch noch einen Moment überlegen. So, wir machen so, wie ich gesagt habe. Hellblaster in Serpent und das Fahrzeug schießt in Bar raus. Womit fängst du an? Hellblaster in das Auto. Gut. Auf die drei. Oaks. Tup. Natürlich. Überhitzt, ne? Natürlich. Auf die vier. Fünf. Überhitzt ist, glaube ich, Stärke 8, also auf die 5. Auf die 5. Ja, drei, immer viermal. Vier Stück. Viermal retten. Rettet hätten. Drei durch. Sechs Leben. Sechs hat er schon. Wie viel Leben hat der? Das werden wir ja hoffentlich rausfinden. Hoffentlich 12. Das werden wir ja rausfinden. Ein Worst Serpent hat wie viel Leben? 13. Hat noch einer. Hat doch noch einen. Einen noch. Ich lege die 1 auch so, jetzt dran. Ich muss mal eben die anderen Waffen gucken. Gut. Prasselt noch ordentlich was auf den guten Bauer. Die kann ich auch alle zusammen machen, weil die dasselbe Profil haben. Gut. Auf die 4. Oh, der war gut. Der war sehr gut. Oh, da darf man nicht meckern. Nein. Und auf die 3. Auf die 3. Oh, der war okay. 7 Stück. Eine 1 reicht. Rein rechnerisch ist er tot. Weißt du, Jens? Ja, gut. Ich hab Würfel sind eine Bitch. Ich hab kein CP mehr. Ich hab kein Fate Dice mehr in dieser Phase. Deswegen kann ich alles auf einmal würfeln. Ja, hau rein. Keine 1. Da ist die 1. Eine 1. Barot ist leider tot. Er hat nur noch 5 Leben. Gut. So, dann der braucht dann. Hat alles. Tup, 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 tup. So, dann machen wir hier lustig weiter. Jawohl. Nee, machen wir erst mit dem weiter. Der schießt auf die Banshees. Weißt du, was der an Frack hat? 2-6 Schuss. Aber weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Stärke. Aber verwundest bestimmt auf die 3. Eben, deshalb gucke ich. 2-6 Blast. Ballisto schießt komplett auf den Serpent. 2 Laserkanonen. Fangen wir damit an. Darf der irgendwas wiederholen? Nee. Nur wenn du. Doch, wenn die Unit nicht unter halber Stärke ist, oder? Och, ich, ganz ehrlich, diese Regel kriege ich nie auf die Kette. Too good, that is not belief, dann darf ich rerollen. Ja. 2 auf die 2. Tipp. Doppel 5. Eines. Schon mal eine tot. 2-6 Granatwehr. Rakete, 9 Schuss. Das ist 11. 11. 6. 8. 10. 11. Übste 3. Darf ich wiederholen, ne? Wieso? Achso, ja, und jetzt auf die 3. 5 ja, Stück ohne. 5 mal ohne. Auf die 4. Alle, na, einer nicht. Oh, schon fast frech, ne? Der war alles in Ordnung. Okay, habe ich 2 Banshees verloren. Ist definitiv weniger, als ich hier verloren hätte. Und dann darfst du da hinten weitermachen. Und da hinten ist jetzt richtig Rambazamba. Ja, Rambazamba. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich fange mal mit dem Gladiator in den Auspanzer an. Weil er sowieso so kommt. Ja, hast du recht. Komm. Fangen wir mit dem Gladiator in den Oaks-Panzer an. Ich mache erstmal die 2 dicken Schuss. Ob der 3. Oaks. Stärke 10. Eine Wunde? Eine Wunde. Retter. Nö. Nö. Ja, der ist ja tot. Der hat auch noch ein Leben. Ne? Dann ist er weg. Ich hoch. Ja. No, ich bin nicht in der Nähe. Da steht nichts. Doch, deine. Kommt drauf an, wie viel zu. Jo, Panzer weg. Nächster Panzer schießt auf den Serpent. Jawohl. Multimelter. Eine Wunde. Retto. Berto. Da ist wieder der Retter. Sword Ken. Auf die 5. Devastating, aber Twinlinked.
Oh, Twinlinked. Nix. Eine. Nix. War die 5? Nee, war keine 5. Da war 1, 2 und 3. Okay, ich hatte noch eine 5. Egal. Flammensturm, Dingsbums. 4 Schuss plus 2 macht 6. Auf der 5. Minus 2 hast du gesagt, auf meinen Redder. 4 Schaden. Krieg 4 Schaden rein. Dann hat der 10 Schaden, hat er noch 3. Exakt. Okay, ist doch Kacke. Warum lebt der noch? Dann müssen wir das anders machen. Dann schließen die alle in den. Ja. Dann gebe ich ohne Stratagem oder mit? Ich mache mit Stratagem, weil aber das kostet ja 0 CP. Richtig. Jens, auch wenn er eine coole Einheit ist, das machen wir im Offcam, weil... ich glaube, du kannst ihn auch wegnehmen. Ja, richtig. Gucken wir uns mal an, ob das so funktioniert. Du brauchst ja 3 Sechsen beim Verwundern, ist er weg. Ja. Der Panzer wurde natürlich mit Twinlink-Flamern komplett aufgeraucht. Und dann haben wir da hinten schon die Inzeptoren abgehandelt. Die haben einen Dire Avenger erschossen. Gut, und jetzt darfst du angreifen. In deinen Baharotter, oder wie heißt der? Karandras. Karandras. Oh, das schaffe ich. Das schaffst du. Gut. Und sonst hast du, glaube ich, keinen Angriff, oder? Nee, der Scout in die Banshees macht wenig Sinn. Das macht wenig Sinn. Und ich würde sagen, dann mach mal deine 18 Attacken mit den Twinlinked E-Fäusten. Nee, ich mach erstmal die 6 Attacken von meinem Chef. Vielleicht ist er dann schon vorbei. Oder so. So, Reliktfaust. Alles. Der trifft auf die 2? Ich glaube, ja. Okay, dann alles. Stärke 11. Okay, mit mir schon 3. 6-mal mit minus 2. 6-mal mit minus 2. Weißt du, ich könnte ja jetzt hier wieder anfangen mit noch einem Würfel, aber du hast da noch, ja, noch 18 Attacken, Stärke 8 Twinlinked mit 2 Schaden. So sieht's aus. Er ist nicht tot. Er hat noch ein Leben. Schwupps. Auf die 3. Auf die 2, ne? Auf die 2 wiederholbar. Das ist natürlich fies. 5, 11. 11. 11. Das sollte er nicht schaffen. So, wenn ich jetzt 11 mal 4 oder höher würfe. Ich mache das nicht mit eins nach dem anderen. Du darfst auch zur Not machen, was du willst. Ne, er ist ganz oft. Wobei tot. Der gut war. Er war gut, aber nicht gut genug. Nee. So, Jens, du hast Schlacht in den ausgeweitet für 5 Punkte und keine Gefangenen machst du auch für 5. Du hältst 2 Marker. Ich glaube, die zählen, oder? Oder zählt der nicht? Der ist relativ nah an meiner Aufstellungszone. Also, der zählt nicht, oder? Warte mal, doch, er könnte natürlich sein. 12 Zoll, der zählt. Ja, knapp. Der zählt. Die Aufstellungszone fängt hier an. Wir müssen das ausmessen, das ist so Quatsch. 2 Marker kriegst du, ne? Der hier ist so weit weg. Du darfst auch gleich noch bewegen, aber ich ziehe schon mal 2 neue Karten. Oder nee, das musst du davor machen, ne? Ich könnte da auch dann Extend Battle Lines und so ziehen, ne? Ja. Die dritte Runde der Elder beginnt. Ich habe mein CP gleich ausgegeben für zurückziehen und schießen. Dort hinten habe ich hinter den Kisten versteckt, sodass Jens auch mit wichtigen Einheiten kein Abwehrfeuer geben kann. Ich habe Trefferwürfe wiederholen auf die gesprochen. Verwundungswürfe minus 1 auf die Bikes. Die sind auch vorgekommen, weil ich habe ja No Prisoners gezogen. Dann kann ich den jungen Herr erschießen und der Serpent hier hinten erschießt den Eradicator, so ist der Plan. Ja. Ne? Dann mache ich hier vielleicht noch einen dritten mit dem Panzer. Und Extend Niemalsland sichern habe ich. Das ist ehrlich gesagt bei dieser Mission schwierig. Sehr schwierig, weil ich weiß ja nicht, wo die Marker liegen. Ich kann jetzt auch mit den 7 Banshees rauskommen und werde dann im Abwehrfeuer schon erschossen. Zumindest sind einige. Richtig. Ich glaube, der Panzer hat mindestens OC3. Ich habe hier OC1. Ich glaube, der hat sogar OC4. Ist schwierig. Ist schwierig in dieser Situation. Lieber Jens, wir fangen einfach mal an mit den Dire Avengers. Wie viele Eierköpfe habe ich denn da noch? 7!
7, 21 Schuss auf deine Typen. Das sind... Mach doch 11 und 10. Genau, das sind jetzt 9. 11 auf die 3. Bist du dabei? Liesel waren 2 Sechsen. Auf die... Nix. 2 Wunden. Ganze 2 Wunden. 3 Wunden. 3 Wunden, 4, 5 Wunden. Mit minus 1. Auf die 4. Zwei ist der eine tot und der andere verliert ein Leben. Gut. Gut, gut, gut. Dann schieße ich mit meinen Windreitern auf den Scout. Das Sergeant, da. Genau. Das sind 9 Schuss Schurikenkanone. Jens, ich hoffe, es sollte sein. Meinst du, es reicht? Es ist aber kein Sustained. Trotzdem ein sehr guter Wurf. Stärke 6. Das war nicht gut. Aber viermal mit minus 1 für hat der Deckung? Zwei. Wodurch? Durch die Barrikade dazwischen steht. Jetzt kann ich durchschießen. Kann ich schon vorbeischießen. Also auf die 4. Ja, ne, auf die 5. Der hat ja nur eine Viererhose. Er ist tot. Ne, der hat ja 2 Leben. Ja klar. Ach, machst 2 Schaden. Genau, ja, dann richtig. Ist er tot. Ach, Mann. Alles klar. Der war super. Dann schießen wir mit den Warer auf jeden Fall. Der hat übrigens Battleshock verpatzt, deswegen hattest du am Ende deiner Runde nur einen Marker. Ja. Gut, dass du es sagst. Laserlanze vom Guardians-Trupp auf deinen Impulsor. Guardians-Trupp sind die da. Genau, die lugt da um die Ecke. Ja, auf deinen Impulsor. Um die Ecke. Trifft. Verwundet minus 3. Vom Beretta. Nee. Wie viel Schaden macht die? Wie viel Leben hast du noch? Du hast 6 gekriegt. Noch, was hat man gesagt? 11. 11. Da hat er noch 5, meine ich. Da hat er noch 5. So. Ich habe übrigens gerade eine 6 gewürfelt von den Guardians. Meine Bright Lance, Jens, kommt jetzt nämlich drauf an. Das ist wichtig. Ja, warte, ich überlege, ob ich den wiederhole. Ich mach D6 plus 2 Schuss. Ich habe Fate Dice. Ich könnte 6 Schaden. Dann gebe ich 1 CP aus. Bin ich auf 3. Und wiederhole. Dann mach mal. Sind wir gespannt. Nee. Ich muss, wie viel Schaden? 11. Das heißt, ich muss 5 Leben machen. Ja. Ich habe jetzt aber hier keine 3. Ich habe jetzt hier keine 3, Jens. Ich kann jetzt nur eine 4 hinlegen, dass ich 6 Schaden mache. Ich gucke eben nach, aber ich meine, da hat man geguckt, dass der 11 Leben hat nur. Ist er kaputt. Nee, ja. Warte. Ah, anders. Ich nehme eine 2 und drehe ihn mit dem Farsier in meiner Einheit auf die 6. Ja, okay. So. Ich guck mal. Dann habe ich eine blöde 2 gebraucht. Explodiere. Oh, das ist die Konter 6. Nee. Jens hat beim Rausbrutzeln 3 Einsen gewürfelt, anderthalb sind tot. Gott sei Dank, hätten nur 3 sein können. Dann schießt mein Wave Serpent der hat eigentlich nur den Eradicator als Ziel mit der Twin Brightlands, Jens. Mhm. Und deswegen schieße ich jetzt auf deinen Eradicator. Ich mache Armor of Contempt an. Treffe. Einfach nur, weil ich kann. Das ist eine Verwundung mit minus 2. Hat der Deckung? Weil du nicht vollständig siehst oder so? Du stehst mitten in eine Pampa. Das tut weh. Das tut weh, liebe Leute. Bravo, Eradicator. Das ist ja ekelhaft. So, dann gucken wir nochmal hier rum. Die haben jetzt kein Ziel mehr, außer dein Inzeptor, Jens. Mhm. Den würde ich gerne aus dem Leben knallen. Knall mal. Sollen wir würfeln? Nein. Ich glaube, das ist mit ganz viel Devastating. Ich vertraue dir. Da ist nämlich dann der dritte Kill. Das ist eine schöne Sache. Geschossen. Du bist fertig. Geschossen. Ich mache natürlich noch einen Angriff mit meinen Banshees. Lieber Jens. Ja, Mama. Ich nehme einfach schon mal hier eine 5 für meinen Angriffswurf. Mhm. Und lege hinterher eine 4, ist eine 9, bin ich drin. So, Howling Banshee Sound zu, das sind die normalen auf die Dry.
Sechsen sind schön, aber bringen nichts. Das ist wohl wahr. Du hast einmal auf Content von 1 CP angemacht. Wo sollten wir dazu sagen? Guck mal, der war nämlich. Oh, ich mach zwei Wunden. Zwei Wunden. Zwei Wunden, das alles? Ja. Auf die 5. Ja. Eine Wunde. Eine ganzen Schaden. Dann habe ich noch die Chefin. Stärke 5. Dreimal mit minus 1, weil du Arm auf Kontakt hast. Das tötet aber 2. Nee, ja, das tötet genau. Einen und noch einen. Richtig. Die Chefin hat ja 2 getötet, ne? Die normalen haben jetzt einen getötet. Und die Chefin tötet jetzt nochmal 2. So, dann würfel ich 3-mal. Eine Boltpistole schießt zurück. Trifft. Ohne dich. Ne. Dann darfst du da zurückkloppen. Ist ja nur noch der Chef da. Mit 3 Attackos. Zwei Wunden. Beides safe. Gut. Alles klar jetzt. Punkte Wunde fertig. Punkteverzählung. Ich habe 3 Einheiten tot gemacht. Mehr geht nicht. Niemalsland sichern. Ja, ich halte einen Marker. Das reicht nicht. Ne? Ich muss 2 halten. Ja. Deswegen ist das auch schwierig für mich. Das würde ich gerne abwerfen. Für 1 CP keine Gefangenen mache ich aber, wie gesagt. Wie hieß das, was du jetzt gemacht hast? No Prisoners. Ne, das andere? Secure Normans Land. Ja. Gut. Ein Marker halte ich jetzt gerade. Der müsste so in der Nähe von einer Aufstellungszone liegen. Ja, der muss innerhalb von 12 Zoll, sonst gibt es nichts. Das messen wir dann nochmal. Vorhin war ja auch wieder Blödsinn. Ne? Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Schussphase. Jetzt geht's los. Die Einheit hat sich natürlich zurückbewegt mit Phantasm und jetzt darf der Jens losknallen. Jawohl. Ich fange erstmal an, Multimelter die Banshees. Bevor die nicht schießen, schießen die Banshees. Auf die 4. Ich brenne dich weg. Doppel 2. Ja, ist noch über halber Stärke, aber ist kein Monster. Ne? Schade. Die normalen Melter. Hammer? Weggebrutzelt. Nee. Weggebrutzelt. Jetzt ist weggebrutzelt. So, dann der Redemptor. Gatling. Ratatam. Stärke 6. Auf 2. Nee, Stärke 5 hat hier nur, ne? Die dicke. Okay. Dreimal. 4er Schlübi. Einer. Makroplasma. 6 Schuss. 7 wegen Blas. Oh, 4, 5, 6, 7. Und 2. 4, 3. Dreimal. 5er Retter. Einer. Oh mein Gott. Jetzt leben da wirklich noch 4 Stück von? Ja, inklusive Exarchen. Ich hätte das jetzt auch nicht für möglich gehalten, Jens. Du musst gleich in den Nahkampf gehen. Das mach ich nicht, du hast doch zuerst zu. Ich glaube nicht, weil da ist hier die... Oder von der Kante vom Raketenwerfer. So, im Turnier würde man sagen, mein Raketenwerfer sieht deine Pistole, ne? Ja. Dann schießt der die Freck-Raketen in die... Ja, macht er. Also, meines Erachtens. Ja, ich sag ja, ich finde das immer doof. Meines Erachtens ist das wirklich jetzt bestimmt. Wenn man das so sieht, ne? Naja, weil ich stehe ja auch fast hier hinter, ne? Ja, dann lassen wir es. Ist ja gut. Aber. Ich greife die gleich an, was soll der Scheiß? Schlagen die den Redemptor tot? Nein. Okay. Keinesfalls. Dann schießt der jetzt da hinten auf das Fensterkind. Sehr gut. So. Was durfte der jetzt verwundet? Trefferwürfel wiederholen. Weil der ist ja noch voll letztes. Ja, da machen. Ist ja Ochs drauf, da war sowieso. Genau. Ja, zack. Laserkanon, ne? 2-mal. Auf der 3. Eine. Eine Wunde. Da ist der Retter. Raketen. Aus. 2. 2 Treffer. Eine Wunde. Den musst du mal verteidigen jetzt. Safe. Okay. Gut. Wunderbar, Wunderbärchen. So, dann sehen hier 1, 2, 3 Aggressoren wieder. Oh, das wird jetzt böse. Jetzt wird gebrutzelt. Britzel, Bratzel, Brutzel. Das sind 10 plus 3. 13. Die heilige Zahl der gehörnten Ratte, Jens. Ja,
Erste 5 auf die 3. Twin-linked. Twin-linked ist so bei Flamern einfach richtig heftig. So. Auf die 4. Einer, zwei, der war gut. 3 tot nur, Jens. Gibst du mir 3 Eierköpfe? Die haben ja so Eierköpfe. Du bist mir am Sender. Dankeschön. Zack. So, dann der Land Raider. Die Flammsturmkanone ist ja zum Glück aus der Reichweite. Die Flammsturmkanone schießt auf deine Shining Speers. Genau, auf die aus Reichweite, weil ich sie bewegt habe. Die Gatling schießt auf deine schwarzen Kandare. Ja. Der Multimelter schießt auch auf deine schwarzen Kandare. Und der hat da, glaube ich, noch so einen Sturmbolter, ne? Der alte Land Raider. Dafür hast du den Multimelter mit. Ja? Ja. Warte, ich schau nach Land Raider. Sturmbolter, natürlich hat er den. Okay, die Schweizer Kandare. Ja. So. Kann ich eine Hunter-Killer-Missile auch in Frag schießen? Nee. Glaube ich nicht. Okay. Gut, dann machen wir los. Dann schieße ich die Hunter-Killer-Missile trotzdem in die schwarzen Kandare. So. Alles klar. Nur weil ich kann. Jens, wir machen dieses Spreading hier mal off-cam. Okay. So, er hat geschossen und ich habe wirklich schlecht verteidigt hier. Aber ich habe auch vorher gut gerüstet, ne, bei vielen Sachen. Sind 5 schwarze Kandare gestorben. Die Sturmkanone hat 3 getötet. Und hier hast du mit der Flammensturmkanone 2 rausgeputzelt. Und ja, super verteidigt. Gut. Jens, dein so. Gladiator darf noch. Die Laserwaffen auf dein Panzer. Transport. Aber du musst den ganz töten, ne? Ist ja, aber Iron Hail Heavy Stubber und dann andere schieße ich auf die Dinger, die tun dem Panzer nicht weh. Auf welche? Auf die Shining Spears. Auf die Windreiter. Genau. Gut. Also Multimelter und Laserklaue in Panzer. Multimelter Spaß. Alles. Auf die 4. 2 Stück. Muss ich beide retten. Fate Dice habe ich schon genug. CP habe ich nicht mehr. 5. Ja. Beide durch in Melter Range. 10. 10? Ja, habe ich noch 3. Gut. Laserklaue. Oh. Doppel 6, jetzt geht's zu Ende. Auch beide verwundet. Und Jens, wenn ich jetzt 2 Fünfen mache, was machst du dann? Kotze ich. Nee. Ein. Seperi holt zum Not. Da ist er tot. Jawohl. Nicht hoch. Geh hoch. Nein. Das war aber knapp. Ja, so, jetzt die kleinen Schüsse noch, ne? Genau, richtig. Auf meine Windreiter. Icarus Rocket Pods. D3 Schuss. Sind die Fly? Ja. Geil. Anti-Fly 2 Plus. Verwundbar war wahrscheinlich auch so auf die 2. Ich habe nur einen Treffer. Eine. Minus hast du, habe ich gesaved. Minus 1. Habe ich gesaved. Und Iron Hail Heavy Stubber. Rapid Fire. Stupp, stupp. Der hat jetzt Stärke 5. Auf die 3. 3 Stück. Ohne. Wir haben immer vergessen, auf die jetzt den Verwundungswurf minus 1. Dann mach 2 Stück ohne. 2 Stück ohne. Guck mal. Bei Safe. Gut. So. Jetzt, das war eine harte Schussphase. Ich versuch mal da die 9. Eine 9. Eine 9. Kannst du schaffen. Nein. Nein. Gut. Aber du müsstest hier angreifen. Also ich habe Stärke 4. Ich muss das machen. Fertig. Geh ran da. Zack. So. Dann darfst du da zuerst zuhauen. Genau. Ich gehe dann so zack. Zack in den Nahkampf. Weil ich habe Fight First. Meine Exarchen fängt an. Alles. Stärke 5 auf die 6. Ein Elder Reroll nehme ich. Einmal mit minus 2 für 2. Natürlich. Wäre auch nur für einen, ne? Der reduziert auch im Nahkampf oder nur einen Beschuss. Stimmt. Nee, du bist immer.
Und dann habe ich noch drei Ladies. Im Treffen habe ich noch keinen Elder Reaver benutzt. Auf die 6. Einmal mit minus 3. Auch safe. Ja, in Style, Jens. In Style. Was hat er für Attacken? Das weißt du bestimmt auch safe. 5? 4. Ich glaube 5. Ich weiß es nicht. Gut, dass wir uns dann einig sind und doch nachgucken müssen. Ich hätte gedacht, du kennst den. Ich meine, der hat 5. 5. 5 Watt. Alles. Auf die 2. Alles 4 Stück. Alles 4. Gut. Minus 2. Tot. Einer tot. Nicht tot. Drei tot. Dann lebt noch die Exarchin, Jens. Mhm. Gut. Runde vorbei. So sieht's aus. Würde ich mal sagen. Du machst Punkte, vernichtet es. Einmal. Für ein Fahrzeug mit 13 Lebenspunkten gibt, glaube ich, schon ganz gut Punkte. 4 oder 5. Warte, ich guck nach. Bring it down. Monster, Vehicle, 3. Gut. Und du machst die Gebietsverweigerung auch ganz seriös für, weil du das Modell da in der Mitte stehen no hast. No enemy units only within 6. Also mache ich das für 5. Genau. Ich habe eine vierte Runde und ich ziehe gezielte Tötung und ein reizvolles Ziel. Das sind ja wohl die Rotzkarten überhaupt. Beides da hinten, ne? Wunderbärchen. Die vierte Runde beginnt. Die Karten sind alle nicht erfüllbar. Ich bin auch so weit hinten reingedrückt, dass ich keine keine Primärpunkte mehr kriege. Jetzt in Runde 4 bröckelt es halt wirklich. Die Marker kommen alle zu mir. Der Jens holt sich da gleich richtig viele Primärpunkte. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich versuche jetzt hier noch so ein bisschen gebündelt auf den Land Rider zu gehen. Du hast auch hier im Abwehrfeuer gerade nichts gemacht übrigens. Nee. Banshee geht raus, ist gebattleshockt. Ne? Die Bikes sind gebattleshockt. Und die Avengers sind auch gebattleshockt. Ich habe einfach keine guten Karten hier an der Hand. Und viel zu wenig Einheiten, um noch was zu machen. Ja. Wir fassen die Runde zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja, die Runde hat nicht viel gebracht. Der Land Rider hat wie viel Leben verloren? 2. 2. Ganze 2. Weil du auch mit dem Reroll die Laserlanze weggerüstet hast mit Arm auf Contempt. Das war das die ganze Runde. Ich mache jetzt hier nicht mehr viel. Ich habe beide Karten abgeschmissen. Du ziehst vielleicht nochmal neu, können wir nochmal zeigen. Weil dann ist es auch überwältigende Gewalt. So, du musst mich vom Marker runterknallen, das kannst du machen. Nee, du bist auch kein. Ich bin an meinem Homeless-Marker. Ah ja, den gibt es ja auch noch, stimmt. Und hinter feindlichen Linien, das ist natürlich sehr nett jetzt. Ja, Leute, wir spielen das Spiel jetzt zu Ende. Also Jens muss nur noch die Schlinge zuziehen und zack, mit einem guten... Wolltest du den basen? Nö. Ne? Ich stehe da blöd rum. Und okay. Versperr dir die Sicht. Ne? Aber du bist da hinten ja sowieso schon in meiner Ausstellung. So, ne? Mhm. So, wir haben zu Ende gespielt. Es hat jetzt nicht mehr lange gedauert. Ich bin nicht getabled. Ich habe hier noch ein Fass hier stehen und da noch ein Fass hier stehen. Maugengra ist im Tankshop gegen den Landrider gestorben. Ja, der ist drüber gebügelt. Du hast auch noch die super Karten gezogen, dass du behind enemy lines bist und so. Ich ziehe in der letzten Runde nochmal Cleanse, kann das hier noch einmal machen. Feindliches Zielstürmen ist natürlich mit zwei Modellen mit OC1 nicht mehr möglich. Du stehst überall auf der Platte verteilt, hast die Elder schön hinten reingedrängt mit deinen, können wir gleich nochmal besprechen, super Fähigkeiten, dass du mit schnellen Beschusseinheiten hart vorrücken kannst, sodass man gar keine Zeit hat, sich darum zu kümmern. Ne? Richtig geil finde ich das. Hast du die Punkte? Jawohl. Weil ich habe keine Primärpunkte 2 Runden lang gehalten, eigentlich gar nicht. Nein, das ist auch ziemlich deutlich ausgegangen. Ja, sag mal, sag ruhig. Willst du es hören? Schon jetzt, ich will's vor hören. Dem Blabla. Ja. 74-30. Alles klar, so hat es sich auch angefühlt. So, Jens, munteres Spielchen. Ja. Zwei ganz coole Armeen. Ich habe natürlich viel auf Aspektkrieger gespielt. Und so richtig pralle fahren wir nicht. Nein, so kann man zumindest gegen Elder spielen und hat vielleicht ein bisschen Spaß. Ja, ich meine, zum Beispiel die Kriegsfalken, früher sehr gut gewesen, machen nicht mehr so viel, finde ich.
zwei Fünfer-Einheiten und Baharod einzeln hätten mir eigentlich viel mehr Flexibilität gegeben. Ja? Dann hätte ich auch mal eine hochnehmen können oder so. Und hätte die für Missionsspiel eingesetzt. Ja. War nicht so besonders gut eingesetzt von mir. Die schwarzen Kaldare sind wirklich schlecht. Ja, die haben nicht wirklich was gebracht. Ich meine, ich habe gegen die entscheidenden Sachen gut gerettet. Ja, also dann hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Man kann gut mit denen vielleicht einen Intercessor töten, aber die sieht man ja gar nicht auf dem Schlachtfeld. Weil die hatten früher 3 Schaden, jetzt haben sie nur noch 2 Schaden. Schon mal ein Unterschied, ja. Dann wäre es mit 3 Schaden, würde ich sagen, okay, kann man sie vielleicht mal mitnehmen, weil da kann man diese ganzen Graves-Dinger töten. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass von Elder viele andere Einheiten einfach besser sind. Aber ja. Ja, definitiv. Ja. Also man hat heute, muss man auch sagen, gesehen, warum man diese Einheiten kompetitiv nicht sieht. Ja. Ja. Natürlich bin ich jetzt auch nicht der beste Elder-Spieler. Elder muss man wirklich in- und auswendig kennen. Das ja, kann gut, ich gerne da sagen. Da können wir uns ja ein Handshake reichen. Space Marine-Spieler gibt es auch besser. Genau. ja, die Serpents fand ich cool mit den Laserlanzen. Die waren jedenfalls gefährlich. Mit dem Rettungswurf finde ich auch nice. Ja, haben wir fast gefühlt am meisten Schaden gemacht, ne? Die haben am meisten Schaden gemacht, ja. Ne? Ja. Und ja, alles andere echt semi. Auch Dire Avengers ja, können bestimmt mal situativ gut sein. Die können auch 4+ am Marker Abwehrfeuer geben. Aber Marker. Jetzt. Ja gut, die Mission ist einfach scheiße. Lass uns gar nicht über die reden, die passt zu dem Keller. Ja, also diese Mission, wenn ich die mal irgendwo privat sehe, spiele oder auch irgendwie per Zufall ziehe, sich die neu. Ich spiele die auch nicht mehr. Macht keinen Spaß. Das hat nichts mehr mit dem anderen Spiel zu tun. Nee, das ist irgendwie komisch. Ja. Die ist über. Ja, vielleicht verstehen wir es auch falsch. Wir sind nur zu blöd, diese Mission zu verstehen. Ja, wie dem auch sei. Ich fand dieses Space Marine Detachment cool. Finde ich gut, dass du mir das gezeigt hast, weil dann muss ich das auch nicht immer so selber spielen, sozusagen. Ich fand deine Armee im Nachhinein gar nicht so blöd, weil sie spielt Missionen mit den Inzeptoren, mit ein paar Infiltratoren, eigentlich solide. Und dieser Lange Rider, der wirklich da vorprescht und alles schießt, rausschießt. Selbst ein Redeemer mit den Flammenkanonen hätte ich gar nicht als so stark empfunden. Aber der ist. Ich finde den super. Wenn du da mal an Overwatch denkst. Ja, auf Overwatch, ich mache es ja selbst häufig, weil es einfach in manchen Situationen einfach opportun ist. Ja. Aber irgendwie gefällt mir die Regel nicht. Ich finde die Regel zum Kotzen. Ja, nervt. Ja, ich finde Overwatch beim Chargen, wie früher war, finde ich in Ordnung. Selbst da hat es mich schon manchmal genervt, aber das kann man ja umgehen, indem man hinter einem Gebäude anfängt oder sowas. Aber irgendwie nur, weil sich irgendwo jemand am Schlachtfeld in 24 Zoll bewegt, was ja immer ist. Ja. Nee. Wie doof. Also, ich konnte mein Elder-Spiel aber auch gefühlt nicht aufziehen, weil, ja, weil du mit deinen Einheiten schnell nach vorne konntest und aber dabei nichts verloren hast, denn du hast halt geschossen. Ja. Und zwar richtig gut. Ne? Ja, und auch mal hier der eine Stärke mehr, der ist gar nicht so schlecht. Darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ne? Wir haben uns auch zwischendurch unterhalten, es gibt in diesem Detachment auch ein Strategy, wo du auf die nächste Einheit im Fernkampf oder halt im Nahkampf +1 auf den Verwundungswurf kriegst. Ja. Da kannst du auch mal so eine Aggressoreneinheit in Chaos Knight jagen und den auf 4+ verwunden. Mit Synchro Force. Ja, du kannst, gibt ja auch ein Strategy, dass du wieder in den Transporter einsteigen kannst mit einer Einheit. Ja. Ne? Ist ja auch nicht ganz schlecht. Weißt du, Aggressor mal vorschieben, irgendwas machen lassen und wieder verschwinden lassen. Also das ist ein Strategy, das ist ein Detachment. Mein lieber Jens, finde ich gut. Ich finde das auch gut. Weil es dynamisch. Ich finde das gut. Ja, aber das hat keine Chance gegen irgendwas richtig Kompetitives, aber das macht Spaß. Ja, da weißt du, einfach mal mit dem Landrader nach vorne schmeißen. Da liegt richtig. Das, ne? Weil Landrader ist halt auch immer noch ein zäher Bursche. Ne? Ja. Also Landrader mit Armor of Contempt. Genau. Widerstand 12, muss es schon mal erst knacken. Richtig. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen knackiger stellen sollen. Bei den Eltern war zu viel ausprobiert, sag ich mal so. Ich habe aber auch wirklich Schweine den Karten. Ich habe keine einzige Karte gezogen, die ich abgeben musste. Ja, das war ein bisschen blöd bei mir, ne? Ja, das hat es sehr verfälscht, weil du hast ja wirklich in dem Moment, wo du die Karten gezogen hast, den Maximum Scheiß liegen. Ich habe am Schluss noch geguckt,
Signal untersuchen hätte ich zum Beispiel in der ersten Runde sehr gut machen können. Homebase-Marker hättest du Home-Base-Marker ziehen können. Homebase-Marker hätte ich ziehen können. Das ist zwar nicht so teuer oder viel ja, Punkte. Aber das sind ja trotzdem geschickt. Oder mein Marker und eine Niemalsland hatte ich auch noch in der Karte. Ja. Bring It Down hatte ich noch in der Hand. Hätte ich auch gut mal einen Panzer zentrieren können. Haben wir mal einfach, halte zwei Marker und kriege 8 Punkte. Wird das Spiel auch knapper. Wahrscheinlich. Ne? Ja. So, es ist zwar auch erst in der vierten Runde gekippt, aber dann ist es schon sehr solide gekippt, weil du einfach ja, sekundär gut geführt hast. Ne? Ja, ja, gut. Die Frage ist ja, wie viel kann man überhaupt aufholen bei der Kackmission noch? Ja, ich war ja zwischendurch 20 vorne. Wie willst du das noch aufholen? Ja. Wenn die Marker alle schon bei dir liegen, dann ich Punkte. Brauchst du ja 2 Runden, bis die bei mir liegen, damit du Punkte hast. Das ist eine ganz komische Mission. Ja, also die spielen wir nicht mehr, die nehmen wir raus. Machen wir einen Haken dran. Zack. Jawohl. Ja? Liebe Leute, falls ihr dieses Video bis jetzt gesehen habt, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt Dakar Weihnachts-T-Shirt und auch normale T-Shirts und Tassen bestellen. Ich mache nur Werbung in der Vorweihnachtszeit. Das ist auch richtig so. Weißt du warum? Weil das jeder wäre ein Geschenk. Ja, weil das ja auch von den Beträgen her absolut zum Beispiel sogar im Wichtelbereich ist. Also wenn ihr jemandem mal eine Freude machen wollt, dann besorgt euch Würfel. Ich habe noch tatsächlich weiße und ich habe noch schwarze Würfel und T-Shirts. In vielen Farben. Noch. In vielen Farben. Könnt ihr euch aussuchen bei Shirty. Link ist hier unter dem Video. Vielen Dank an die Kanalmitglieder. Danke, dass ihr hier warst, Jens. Danke, danke TV. Ciao.